Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Zweiter Teil, Unternehmung im Merkur oder Unternehmen im Merkur. Ich sage ja immer Operation zu den ganzen Sachen. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen bundeswehrlastig bei mir, aber es geht um die Einnahme der Mittelmeerinsel Kreta. Wer den ersten Teil schon gesehen hat, weiß, wo die Probleme lagen. Transportkapazitäten, das Wetter, die Anflüge und auch, dass die Besatzung der Insel oder die Feindtruppen auf der Insel bös unterschätzt worden sind. Die Verluste gehen immer höher, also die Verluste steigen und die Deutschen versuchen natürlich weiterhin die Insel einzunehmen. So, in diesem zweiten Teil geht es jetzt mehr um die Gefechte auf der Insel und wie sich nachher das Blatt zugunsten der Angreifer, sage ich mal, gewendet hat. Das werden wir in diesem zweiten Teil beleuchten und auch ein Fazit wird es am Ende geben. Ja, viele haben schon in den Kommentaren des ersten Teils geschrieben, ja, Max Schmeling ist auch abgesprungen. Ja, klar, Max Schmeling, der Boxer hier, ne, wer den kennt, der ist auch abgesprungen und zwar am 21. Mai. Allerdings ist er abgesprungen, aufgekommen oder gelandet und hat sich dabei verletzt. Und aufgrund dieser Verletzung konnte er nicht weiterkämpfen, kam ins Lazarett und hat so an den Kampfhandlungen so direkt nicht teilgenommen. Ist aber auch mit einem Verwundetenabzeichen und hat das EK2 verdient, sich oder das EK2, Eisernes Kreuz zweiter Klasse, hat er sich dort verdient und ist dann später auch noch interviewt worden. Da seht ihr nochmal ein Foto, wo er dann zu diesem Einsatz noch ein bisschen was sagt. Es gibt auch noch ein Interview mit einer amerikanischen, ich glaube, Zeitschrift oder Rundfunkgeschichte. Und da wurde auch noch gefragt, wie er das erlebt hat. Und so richtig viel konnte er dazu nicht sagen. Ja, und wer dann wissen will, was Max Schmeling weiterhin gemacht hat, also er war nicht mehr frontverwendungsfähig und war nachher als Wachsoldat eingesetzt und hat, ich glaube, Kriegsgefangenenlager bewacht. Irgendwie so muss das gewesen sein, das habe ich noch in Erinnerung. Gut, geht aber heute nicht um Max Schmeling, geht quasi um den Untergang der Fallschirmtruppe oder den hohen Blutzoll, den die zahlen mussten bei der Einnahme der Insel Kreta. Genug Vorgeplänkel, jetzt gibt es erstmal wirklich wieder viele gute Informationen auf die Ohren und was für die Augen natürlich. Recherchiert von Benjamin, das hatte ich ja schon angezeigt und geschnitten und mit Bildmaterial hinterlegt von Alex und Dustin. In diesem Sinne würde ich sagen, Glück ab und los geht's. Am Abend des 20. Mai sickert die Information in das Hauptquartier des 9. Fliegerkorps in Athen durch und veränderten die Stimmung von Zuversicht in Angst. Als Transportgeschwader von der zweiten Angriffswelle der Operation Merkur zurückkehrten, ergab die Analyse einen viel stärkeren als den erwarteten Widerstand der Alliierten. Als ein weiteres Bataillon eifrig an Bord ihrer Ju-52 ging, rannte ein Stabsoffizier zum Flugzeug des führenden Piloten und befahl ihm, die Maschine abzuschalten. Das letzte Bataillon blieb zurück. Anstehende Dunkelheit brach den Absprung ab. Für General Student klärte sich die Situation langsam auf. Feindlicher Funkverkehr ließ auf eine viel stärkere als die erwartete alliierte Streitmacht auf Kreta schließen. Die Kommunikation mit Luftwaffentruppen auf der Insel bestätigte, dass sie keinen der Flugplätze sichern konnten. Die meisten Fallschirmjäger auf der Insel verbrachten den Abend damit, alliierten Truppen auszuweichen oder unter sporadischem Beschuss festgehalten zu werden. Bei Malem im Westen hielt das Luftlandesturmregiment die westlichen und östlichen Zugänge zum Flugplatz und einen Stützpunkt am Fuß des Hügels 107. Wenn sie es nicht schaffen würden, den Hügel zu erobern, würde die Genauigkeit des Artilleriefeuers der Alliierten eine Verstärkung in Malem unmöglich machen. Die dortigen Fallschirmjäger blieben den ganzen Nachmittag und Abend unter Beschuss und wehrten sogar einen britischen Panzerangriff ab, um ihre Position im westlichen Teil des Feldes zu halten. In Zentralkreta hielten die erschöpften und ausgebreiteten Fallschirmjäger Stellung südlich von Kania und der Bucht von Sula. Die beiden Bataillone des 2. Fallschirmjägerregiments in Raethymon blieben festgesetzt und konnten den Flugplatz nicht erobern. Im östlichen Teil der Insel hielt das stark dezimierte 1. Fallschirmjägerregiment den alliierten Angriffen in der Nähe von Heraklion stand. Das einst 550 Mann starke 2. Bataillon zählte jetzt weniger als 50 Mann. Die Transportflotte des 9. Fliegerkorps verlor 29 abgeschossene Flugzeuge und weitere 14 beschädigte, aber reparierbare Maschinen. Als RAF-Bomber die griechischen Flugplätze mit den dort stationierten Ju-52 bombardierten, um die deutschen Ambitionen auf Kreta einzudämmen,
überlegte Student, wo er beim ersten Tageslicht verstärken sollte. Er lehnte einen Rückzugsvorschlag entschieden ab. Telegramme von Göring befahlen Student, seinen Kommandoposten nicht nach Kreta zu verlegen. Angesichts der schweren Verwundung von Student in Holland im Jahr 1940 und des Wunsches nach Informationen aus erster Hand war dies eine vernünftige Anweisung. Student ahnte zweifellos, dass seine Karriere nun auf dem Spiel stand. Schließlich hatte er das Konzept für Operation Merkur erstellt. Obwohl es unvorstellbar war, seine Männer auf Kreta zurückzulassen, schien es eine noch größere Herausforderung, sie zu verstärken. Eine nicht lokalisierte alliierte Flotte von Kriegsschiffen streifte immer noch durch das Mittelmeer, was bedeutete, dass eine Verstärkung auf dem Seeweg das Abfangen und die Vernichtung riskieren würde. Ohne einen Flugplatz konnte Student nicht davon ausgehen, sein Kommando zu verstärken oder auch nur aufzustocken. Der Abwurf von Vorräten aus der Luft erwies sich als unmöglich, da das 9. Fliegerkorps über eine unzureichende Menge an abwerfbaren Containern verfügte, sodass Transportflugzeuge auf Kreta landen mussten, damit jede Hilfslieferung eintraf. Angesichts dieser Situation blieb nur eine Vorgehensweise, die schnelle Sicherung und Verstärkung einer einzigen Landezone, um Kampfkraft aufzubauen und die Insel mit Gewalt einzunehmen. Student beschloss, all seine verfügbaren Kräfte auf einen Flugplatz zu konzentrieren, um das Gleichgewicht zugunsten der Deutschen zu kippen. Nach Erhalt von Lageberichten aus Malem über die Streitkräfte in Kania und Heraklion beschloss Student, seinen Schwerpunkt auf Malem zu richten. Dieser Standort, der Griechenland am nächsten liegt, bot die beste Gelegenheit für eine koordinierte Luftraumabdeckung für den Angriff. Wenig überraschend stimmte Löhr von der Luftflotte 4 zu. Das 9. Fliegerkorps erhielt vor Mitternacht Befehle von seinem Hauptquartier. Löhr befahl die Landung so vieler Truppen wie möglich, um den Flugplatz in Vorbereitung auf die weitere Versorgung und Verstärkung zu sichern. Er wollte, dass alle anderen Nachschuboperationen auf Eis gelegt wurden. Student befahl Ringels 5. Gebirgsdivision, eine geplante Verstärkung bei Heraklion nach Malen zu verlegen, um einen deutschen Ausbruch nach Osten zu erleichtern. Nach der Landung planten die Gebirgsjäger einen Angriff auf Kania und die Suderbucht, um die Landung schwerer Waffen und Panzer an Bord motorisierter Landungsschiffe zu ermöglichen. Löhr wollte, dass Student im Hauptquartier des 9. Fliegerkorps in Athen bleibt. Er nannte Generalmajor Julius Ringel nach seiner Ankunft zum Kommandeur der deutschen Truppen auf der Insel. Ringels Stab koordinierte somit den Rest der Gruppe West, der Gruppe Mitte und der 5. Gebirgsdivision. Löhr beauftragte auch von Richthofens 8. Fliegerkorps, die Verstärkung zu decken und, was noch wichtiger war, die alliierten Kriegsschiffe zu finden und zu versenken, die nördlich von Kreta patrouillierten. In den frühen Morgenstunden stellte Student seinen ursprünglichen Plan den Kommandanten, Stabsoffizieren und Piloten in seinem Hauptquartier in Athen vor. Bevor die Morgendämmerung anbrach, beauftragte er ein Aufklärungselement mit dem Versuch, mehrere mit Munition beladene U-52 in Malem zu landen. Sie würden anschließend eine Machbarkeitseinschätzung über die Möglichkeit einer Verstärkung auf dem Flugplatz zurücksenden. Von Richthofens Jäger würden dieses Unterfangen abdecken und für den Rest des Tages einen konstanten Druck auf die alliierten Stellung ausüben. Das letzte Bataillon, angeführt von Oberst Bernhard Ramke, einem ehemaligen Matrosen der Kriegsmarine, Veteran des Ersten Weltkrieges und der erfahrenen Fallschirmjäger, plante, östlich und westlich des Flugplatzes mit den Fallschirmen abzuspringen. Wenn alles gut ginge, würde er ab dem Nachmittag die ersten Truppen der 5. Gebirgsdivision bei Malem landen. Student wusste genau, wen er mit der Hilfsaktion in Malem beauftragen sollte. Als die Besprechung beendet wurde, ließ er einen jungen Piloten, der kürzlich zu seinem Stab im Hauptquartier hinzugekommen war, Hauptmann Kleie, zu sich rufen. Kleie, ein bekannter Draufgänger, dessen Einstellung ihn in Schwierigkeiten brachte, nahm begeistert die Mission an, bei Malem unter Beschuss zu landen, die Streitkräfte dort zu versorgen, Informationen aus erster Hand zu sammeln und nach Athen zurückzukehren. Wenn die deutschen Verbände auf Kreta am späten Abend und am frühen Morgen in heftige Kämpfe verwickelt waren,
erhielt der britische Befehlshaber auf Kreta, General Freyberg, eine erbeutete Kopie des deutschen Operationsbefehls für das 3. Fallschirmjägerregiment. Der alliierte Plan sah etwa 4 Bataillone in Reserve vor, die jederzeit zum Gegenangriff bereit waren. Am Nachmittag gab Freyberg einige dieser Streitkräfte frei, um den deutschen Vormarsch zu blockieren. Jetzt, in der Dunkelheit, festigten und verstärkten seine Streitkräfte ihre Position, bereit, die Kämpfe beim ersten Tageslicht erneut aufzunehmen. Freybergs einziger Fehler in dieser frühen Phase der Verteidigung erscheint auf den ersten Blick unbedeutend. Indem Freyberg seine Streitkräfte in den Abendstunden des 20. Mai nicht gegen die deutsche Stellung freisetzte oder den Angriff auf die verstreuten Fallschirmjäger in dieser Nacht forcierte, erlaubte Freyberg seinem Gegner eine kurze Pause und gab die Initiative auf. Die Beweise deuten auf seine Überzeugung hin, dass die Deutschen eine Seelandung als primäre Verstärkungsmethode geplant hatten und Freyberg seine mobile Verteidigung aufrechterhielt, um dementsprechend entgegenzuwirken. Aber wie erwartet kam es nicht zu Landung von See. Inmitten der Dunkelheit in der Nähe von Malem eröffnete sich eine Gelegenheit für den deutschen Angriff. Dort zwischen den Felsen von Hügel 107 versuchte das 22. neuseeländische Bataillon, sich nach einem harten Kampftag zu sammeln und neu zu organisieren. Die Neuseeländer wurden seit der Morgendämmerung vom 8. Fliegerkorps bombardiert und dann auch noch von 3 Seiten von einem Luftlandesturmregiment angegriffen zu werden. Die Neuseeländer forderten den ganzen Nachmittag mehrmals Verstärkung an, ohne Erfolg. Die Kommunikation mit dem höheren Hauptquartier der 5. Neuseeländischen Brigade war unterbrochen. Benachbarte Bataillone in der Nähe konnten keine Unterstützung schicken und das 22. Neuseeländische Bataillon erschöpfte seine Reserve bei dem Versuch, die Deutschen in Schach zu halten. Hügel 107 war unhaltbar, wenn der Angriff am nächsten Morgen fortgesetzt werden würde. Am 20. Mai um 18 Uhr erhielt die 5. Brigade der neuseeländischen Division schließlich eine dringende Bitte um Hilfe von ihrer 22. neuseeländischen Division, in der es hieß, wenn keine Hilfe geschickt wird, wird das Bataillon gezwungen sein, sich zurückzuziehen. Der Kommandant antwortete, wenn sie müssen, müssen sie, schickte aber trotzdem 2 Kompanien zur Unterstützung. Es war nicht genug. Als sie nach 22 Uhr die belagerten Positionen des Bataillons auf Hügel 107 erreichten, schlossen sich die Verstärkung einer Patrouille an. Nach einem kurzen Zusammenstoß mit den Deutschen fielen die Neuseeländer nach Osten zurück und sammelten sich mit dem Rest der 5. Brigade. Die erschöpften Männer des Luftlandessturmregiments, die ihnen an den Hängen des Hügels gegenüberstanden, verbrachten die Nacht damit, auf einen erneuten Angriff der Alliierten zu warten, der nie kam. Einen energischen Angriff in Bataillonsstärke hätten wir nicht standhalten können, erklärte ein Kompaniechef in einem Nachkriegsinterview. Stattdessen zogen sich die nervösen Neuseeländer zurück, überzeugt von ihrer Gefahr in einer exponierten Stellung. Kurz nach Tagesanbruch am Morgen des 21. Mai 1941 erkannte der alliierte Kommandeur den Fehler beim Rückzug vom Hügel. Als das erste deutsche Flugzeug in Malem landete, erkannte Freyberg, dass seine Position auf Kreta immer noch gefährdet war. Kurz nach Tagesanbruch landete Hauptmann Kleie gegen 7 Uhr Ortszeit mit seiner Ju-52 am westlichen Rand des Flugplatzes Malem und war nur sporadischem Gewehr und ungenauem indirekten Artilleriefeuer ausgesetzt. Zusammen mit dem Stabschef von Studen, Generalmajor Alfred Schlemm, und einem weiteren Piloten, der am Strand nördlich des Flugplatzes gelandet war, fand Kleie Generalmajor Meindl, den Kommandeur des Luftlandessturmregiments, auf einer Feldlazaretttrage liegend mit einer Brustwunde vor. Nachdem er seine Munitionsladung bei den eingeschlossenen Truppen abgeladen hatte, holte Kleie den Kommandeur an Bord seiner Ju-52 und machte sich auf den Weg nach Athen. Trotz Widerstand startete er ohne Zwischenfälle von Malem. Ungefähr zu der Zeit, als Kleie in Malem ankam, stiegen die Überreste des Luftlandessturmregiments die Höhen von Hügel 107 hinauf, um die auf den Flugplatz darunter feuernde Artillerie zu lokalisieren und zum Schweigen zu bringen. Eine zweite Einheit zog nach Osten, um den Flugplatz vollständig zu sichern. Als die alliierten Artilleristen die deutsche Stellung beschossen, tauchten schließlich Flugzeuge der Luftwaffe über ihnen auf.
Stukas taten ihr Bestes, um die in den Felsen und Olivenhain versteckten alliierten Kanonen zu lokalisieren und zu zerstören. Eine Aufgabe, die sich als schwieriger erwies als erwartet. Ohne Bodenluftfunkgeräte verließen sich die deutschen Truppen auf Hakenkreuzfahnen, um ihre Position anzuzeigen. Mehrere fielen bereits in die Hände der Alliierten, was das Auffinden von Zielen bestenfalls schwierig machte. Der Anblick von Hügel 107 verblüffte das Luftlandesturmregiment, als sie endlich den Gipfel erreichten. Die Alliierten hatten sich zurückgezogen und der Gipfel war leer. Um 7.15 Uhr gab das Luftlandesturmregiment über Funk nach Athen durch. Gruppe West hat die südöstliche Ecke des Flugplatzes und die Höhen nach Süden genommen. Anders als General Freiberg zögerte Studen nicht und beorderte die 5. Gebirgsdivision nach Marleen. Gemäß seinem Plan startete Studen am frühen Nachmittag des 21. Mai die Transporte mit 2 Fallschirmjägerbataillonen unter dem Kommando von Oberst Bernhard Ramke nach Marleen. Gleichzeitig traf Studen Vorbereitungen für die Verlegung der 1. Bataillone des 85. und 100. Gebirgsjägerregimentes unter dem Kommando von Generalmajor Ringel von den Flugplätzen Topolia und Tanagra nach Marleen. Die erneuten Luftunterstützungsangriffe des 8. Fliegerkorps begannen um 14 Uhr mit mehreren Bomben- und Beschussflügen. Ramkes erste 2 Kompanien sprangen ungehindert im Westen des Feldes ab. Die beiden im Osten landenden Kompanien fielen zwischen britische Maori-Truppen und leichte Panzer. Die Maori-Truppen gaben kein Pardon und schlachteten bei der Landung eine ganze Fallschirmjägerkompanie ab. Dem 8. Fliegerkorps gelang es nicht, die Mehrzahl an Artilleriestellungen zu lokalisieren und zu zerstören. Als Ramke am Gefechtsstand der Luftlandesturmregiments ankam, näherten sich die ersten 63 Ju-52 Marleen, nachdem sie durch indirektes Artilleriefeuer der Alliierten und Wasserfontänen geflogen und bei ihrer Annäherung MG-Leuchtspur geschossen ausgewichen waren. Oberst Ulrich Buchholz, Kommandeur der Kampfgruppe zur besonderen Verwendung 3 in Tanagra, Griechenland, flog an diesem Nachmittag die führende Ju-52 nach Marleen. Als erfahrener Luftlandepilot leitete Buchholz 63 Transporte mit Ringels Gebirgsjägern, von denen viele ihren ersten Flug in einem Flugzeug erlebten. Die Formation bahnte sich ihren Weg in die Luft durch den üblichen griechischen Staub, der kurz vor 15 Uhr Ortszeit dicht über dem Flugplatz schwebte. Als er sich Kreta näherte, entschied sich Buchholz nicht nach Westen zu drehen, sondern sich dem Gebiet zu nähern, auf dem die Luftlandemannschaften am Tage zuvor abgesetzt worden waren. Zur Hölle mit diesem Unsinn, direktes Anfliegen im Windschatten von Kap Sparta, das Flugzeug schnell sinken lassen und die Truppe absetzen, sagte er in einem Nachkriegsinterview. Als er in geringer Höhe vom Meer aus ankam und südlich des Flugplatzes abbog, um dann im Norden zu landen, kam er nach einem erschütterten Landeanflug schlitternd zum Stehen. Die ersten Gebirgsjäger stürzten auf den Asphalt und rannten in Deckung. Buchholz' Flugzeug geriet am Boden in Brand und das Bein des Kommandeurs wurde verletzt. Als eines der ersten Flugzeuge am Boden von Marleen hatte Buchholz vergleichsweise Glück. Sein Flügelmann ging in Flammen auf, nachdem er im Anflug einen direkten Treffer erhalten hatte. Weitere Ju-52 flogen weiter zum Flugplatz und die Piloten steuerten mit ihren Flugzeugen die Landebahn an, um Verstärkung auf die Insel zu bringen. Aufgrund der harten Landung und der feindlichen Beschuss waren einige Piloten eingeschüchtert und nervös und begannen Fehler zu machen. Durch zu hartes Aufsetzen brachen ganze Leitwerke und Fahrwerke ab. Nachdem die Rollbahn von Trümmern bedeckt war, entschieden sich Piloten der nachfolgenden Maschinen auf Strandabschnitten zu landen, wobei sich die Räder der Maschinen in den Sand gruben und erhebliche Schäden an den Ju-52 entstanden. Ramke befehligte bei Einbruch der Dunkelheit 1800 Mann. Freibergs Truppen beschossen den Flugplatz mit indirektem Artilleriefeuer, dem einzigen nennenswerten Widerstand. Um 18.30 Uhr ließ der Widerstand der Alliierten bei Marleen erheblich nach. Die Landung der deutschen Verstärkung zu den einzelnen Frontabschnitten zeigte sofortige Wirkung. Die erfolgreiche Ausführung bestimmte den Ausgang der Schlacht von Kreta. Der Erfolg der ersten Luftlandetruppenverstärkung am 21. Mai leitete eine entscheidende Verschiebung in der deutschen Operation ein. Die Spannung im Hauptquartier von Studen ließen nach.
Weitere Berichte über den Fortschritt der Operation trafen ein. Der Befehlshaber der Kriegsmarine im Mittelmeer meldete den Verlust der ersten seegestützten Landungstruppen durch die Royal Navy. Obwohl die Landungstruppen von italienischen Zerstörern, Torpedobooten und Minensuchbooten über die Ägäis eskortiert wurden, erlitten sie auf dem Weg nach Malem erhebliche Verluste. Den Landungsbooten mit dem Ziel Heraklion erging es besser, da sie Zeit hatten, ihren Kurs zu ändern und der Royal Navy zu entkommen. Den ganzen nächsten Tag kämpften die Kommandeure der Gruppe Mitte und der Gruppe Ost in ihren Sektoren. Abseits der Hauptanstrengung warteten sie geduldig auf die geplante Verstärkung aus Malem. Die Gruppe Mitte geriet in eine Pattsituation, unfähig auf Kania vorzurücken und kaum in der Lage, alliierte Gegenangriffe abzuwehren. Die Gruppe Ost hielt ihr winziges Stück Land vor dem Flugplatz von Heraklion und blickte ständig aufs Meer hinaus, in der Hoffnung, Landungsboote zu sichten. Von Richthofens 8. Fliegerkorps versuchte verzweifelt, Luftunterstützung aus nächster Nähe zu leisten und gleichzeitig die zwischen Griechenland und Kreta in der Ägäis operierende Royal Navy zu bekämpfen. Die Gruppe West in Malem, die immer noch unter indirektem Artilleriefeuer der Alliierten stand, verstärkte langsam ihre Stellung, als die U-52 am Nachmittag und Abend des 21. Mai eintrafen. Die Landungen wurden am 22. Mai beim ersten Licht trotz des gefährlichen Anflugs und des Artilleriefeuers wieder aufgenommen. Das überlastete 8. Fliegerkorps, das den Druck in vier verschiedenen Sektoren aufrechterhielt, während es nach der Royal Navy suchte und versuchte, deren Aktion zu stören, konnte am Vorabend die alliierten Geschütze in Malem weder finden noch zerstören. Am Morgen des 22. Mai versammelte sich eine alliierte Streitmacht, um die Deutschen vom Flugplatz zu drängen, Hügel 107 zurückzuerobern und die Bedrohung im Westen abzuwenden. Überzeugt, dass der Bericht der vorangegangenen Abende über Transportlandung in Malem auf einen deutschen Rückzug hindeutete, schickte General Freiberg 2 Bataillone und 3 leichte Panzer der 5. Neuseeländischen Brigade. Die Neuseeländer stiegen vor Tagesanbruch aus ihren Stellungen und rannten in die ersten deutschen Verteidigungslinien rund um den Flugplatz und drängten die Truppen langsam zurück. Als sie die Rückseite des Hügels 107 erreichten, tauchte plötzlich die Luftwaffe auf, beschoss alliierte Stellungen in Baumwipfelhöhe und dezimierte die im offenen Gelände exponierte Infanterie. In Sichtweite des Flugplatzes sahen die alliierten Truppen um 7 Uhr zu, wie die erste U-52 des Tages landete. Ringels Gebirgsjäger sprangen aus den offenen Türen rollender Flugzeuge und schlossen sich den Verteidigungslinien an. Der Kommandeur der 5. Neuseeländischen Brigade beobachtete die Landung und lächelte in sich hinein, zuversichtlich, dass die Deutschen, denen er gegenüberstand, die Evakuierung kaum erwarten konnten. 3 oder 4 Meilen entfernt und mitten von Staub würde es sicherlich so aussehen, als würden Truppen zu Flugzeugen rennen, die sie abholten. Tatsächlich entluden die Truppen aber Einheiten, erklärte der Bericht des Brigademajors. Am Mittag des 22. Mai trafen verworrene Berichte bei den Alliierten ein. Verwundete und verstreute Infanteristen strömten aus der Gegend von Malem zurück. Die Deutschen hielten immer noch den Flugplatz und die Höhen und immer weitere Truppen trafen ein. Alliierte Kommandeure erkannten plötzlich, dass sie einer deutschen Verstärkung gegenüberstanden, nicht einer Evakuierung. Freiberg befahl die 4. und die 5. neuseeländische Brigade, sich auf einen Angriff vorzubereiten, was jedoch zu spät geschah. Die Alliierten stießen auf starken deutschen Widerstand und verloren die Initiative endgültig. Am Nachmittag des 22. Mai verlegte die deutsche Lufttransportflotte 2 weitere Bataillone Gebirgsjäger sowie ein Pionierbataillon nach Kreta. Dabei verursachte die nicht lokalisierte alliierte Artillerie, die indirekt feuerte, erhebliche Verluste an U-52. Aufgrund der Größe von Malem landete oder startete jeweils nur ein Flugzeug, was die Landung eines Bataillons zu einer 4-stündigen Tortur machte. Es gab den alliierten Kanonieren die Möglichkeit, auf jedes Flugzeug einzeln zu schießen. Der Stress der Kampfhandlung, mehrfache Kursänderung, Angriffslandung, feindliche Verteidigung und ein anstrengender Anflug auf die Rollbahn unter Beschuss haben einen erheblichen Teil der Flotte in den ersten 48 Stunden des Kampfes außer Gefecht gesetzt. Allein am 22. Mai verlor eine Gruppe 37 Flugzeuge. Eine andere Einheit verlor 14.
Insgesamt mussten rund 150 bis 200 Tonnen an benötigter Versorgung und Verstärkung täglich nach Kreta gebracht werden. Student beobachtete, wie sein 9. Fliegerkorps mit alarmierender Geschwindigkeit schrumpfte. Generalmajor Julius Ringel flog am Abend des 22. Mai nach Marleen, um das Kommando aller deutschen Streitkräfte auf der Insel zu übernehmen. Löhr befahl seinen Gebirgsjägern, Marleen zu sichern, die Suderbucht freizuringen, um die Ankunft von Transportschiffen zu ermöglichen, die Fallschirmjäger in Reitimon und Heraklion abzulösen und die komplette Insel zu besetzen. Nachdem Ringel angekommen war und eine Unterrichtung über die deutsche Situation erhalten hatte, verbrachte er die Nacht damit, seinen Kommandeuren im Feld seine Absicht mitzuteilen. Er plante, nach Osten zu fahren, Verstärkungen in die Linien einzuspeisen, sobald sie ankamen, und in Übereinstimmung mit Löhrs Befehlen fortzufahren. Ringel beauftragte die Streitkräfte um Marleen, so schnell wie möglich nach Osten zu fahren, um die Bucht von Suda zu sichern und zu verhindern, dass alliierte Verstärkung dort landete. Die Truppen um Kania und Suda würden den Kontakt aufrechterhalten, sich eingraben und auf Verstärkung warten. Als am 23. Mai die Morgendämmerung einbrach, trafen Ringels Gebirgsartillerieeinheiten und Munition mit den U-52 in Marleen ein und vervollständigten die Einheiten, die er brauchte, um die Insel mit Gewalt einzunehmen. In den nächsten 48 Stunden drehte Ringel seine Truppen nach Osten und kämpfte in Richtung Kania und der Bucht von Suda. Die Situation der Alliierten verschlechterte sich stetig, während die Luftangriffe des 8. Fliegerkorps immer effektiver wurden. Obwohl die Royal Air Force Marleen am Abend des 23. Mai bombardierte und Freibergs Streitkräfte um jeden Zentimeter der Insel kämpften, konnte nichts Ringels Vormarsch oder die zum Flugplatz strömenden Verstärkung aufhalten. Während die Gesamtverluste an deutschen Luftlandeflugzeugen am Ende des 23. Mai 229 betrugen, hörte der Strom von Männern und Material nie auf. Ringels Gebirgsjäger, die in ihrer Heimat Österreich speziell für den Gebirgskrieg ausgebildet wurden, gingen in den Hügeln gegen die alliierten Verteidiger vor. Die Gebirgsjäger erklommen die südlichen Höhen, um die Verteidigungsstellung der alliierten Infanterie zu umgehen. Am Abend des 23. Mai befand sich Marleen sicher außerhalb der Reichweite der indirekten Artillerie. Mit nur noch 273 einsatzbereiten U-52 hielt Student das Betriebstempo hoch, um die beschädigten und zerstörten Flugzeuge auszugleichen. Bis zum Morgen des 24. Mai war Kreta vollständig von deutschen Einheiten besetzt. Die alliierten Einheiten gerieten in Gefangenschaft oder setzten sich ab. Fazit: Am Morgen des 24. Mai 1941 nahmen die deutschen Streitkräfte in West- und Mittelkreta Kontakt auf und verbanden ihre Operationsgebiete miteinander. Am nächsten Tag erhielt General Student die Erlaubnis, sein Hauptquartier nach Kreta zu verlegen und schloss sich Ringel auf der Insel an, als seine Truppen auf Kania marschierten. Am 26. Mai traf das 141. Gebirgsregiment in Marleen ein, um den Rückzug der Alliierten abzuschneiden und den Angriff zügig zu beenden. Am nächsten Tag fiel Kania, die Bucht von Suda folgte bald darauf. Währenddessen zogen sich die Alliierten über den Rücken der Berge an die Südküste Kretas bis hin zum winzigen Fischerhafen Spakia zurück. Dort befahl General Freiberg die Evakuierung so vieler Männer wie möglich. Tausende alliierte Soldaten entkamen jede Nacht in einer groß angelegten Evakuierungsoperation, während Tausende weiter gegen die Deutschen um jeden Zentimeter Boden kämpften, um ihren Kameraden die Flucht zu ermöglichen. Am 1. Juni 1941 endete der Kampf um Kreta offiziell, als die verbliebenen alliierten Truppen kapitulierten. Die Bucht von Suda blieb für den Seeverkehr gesperrt, da die Schiffswracks der Royal Navy ihren Grund säumten, sodass die Luftversorgung mit Nachschub wochenlang andauerte. Bis zum 30. Juni 1941 flogen die U-52 200 bis 240 Versorgungsflüge pro Tag, trotz eines deutlichen Rückgangs des Operationstempos für die Bodentruppen. So schnell wie der Kampf um die Insel endete, verlagerten sich die Operationen woanders hin. Das 8. Fliegerkorps
Von Richthofen zog schnell nach Norden in Richtung Polen, um sich auf die Operation Barbarossa vorzubereiten, die in nur 3 Wochen beginnen sollte. Das 10. Fliegerkorps aus Sizilien und Italien ersetzten sie. General Ringel und seine 5. Gebirgsdivision behielten die Kontrolle über die Insel, wobei die spät eingetroffenen Italiener auch einen Teil verwalteten. Reste der Transportflotte des 9. Fliegerkorps starteten zur russischen Front und nach Italien. Im Osten stellten sie die Luftversorgung bereit, um die Eröffnungsphase der Operation Barbarossa vorzubereiten, und verlegten schließlich die 7. Fliegerdivision nach Leningrad. Die meisten verbliebenen Transportmaschinen dienten zur Unterstützung der Operation des Afrikakorps in Nordafrika und erlitten erneut entsetzliche Verluste, um den Versorgungsfluss aufgrund mangelnder Seekontrolle im Mittelmeer aufrechtzuerhalten. Die 7. Fliegerdivision Studens besetzte Kreta eine Zeit lang, bevor sie nach Deutschland zurückkehrte, um auf Befehle für einen Sprung nach Russland oder Malta zu warten. Die Überlebenden der Division, darunter das Luftlandesturmregiment, das 1. und das 3. Fallschirmregiment, Instandsetzungseinheiten und Artillerie, zogen im September 1941 nach Osten und nahmen an der Belagerung von Leningrad teil. Das dezimierte 2. Fallschirmregiment blieb in Deutschland, um Ersatzeinheiten auszubilden, bevor es im Frühjahr 1942 nach Nordafrika abreiste. Beide Seiten erlitten während der Schlacht um Kreta eklatante Verluste. Die britischen, neuseeländischen, australischen, griechischen und kolonialen Truppen auf der Insel litten schwer. Insgesamt rund 1751 alliierte Soldaten starben, obwohl etwa 16.863 alliierten Truppen von der Insel flohen, nahmen die deutschen Truppen etwa 12.254 Soldaten gefangen. Die Alliierten verloren 33 Flugzeuge und 30 Panzer im Kampf, weiterhin 24 Schiffe, die vom 8. Fliegerkorps in der Suda-Bucht und im offenen Meer bei Kreta versenkt wurden. Mehrere weitere Schiffe erlitten schwere Schäden. Die Auswirkungen der deutschen Verluste während der Operation Merkur hatten enorme Folgen für das gesamte 9. Fliegerkorps, sowohl hinsichtlich des Personals als auch der Technik. Die Deutschen erlitten ungefähr 5.415 Opfer von fast 22.000 auf Kreta eingesetzten Männern, also 25%. Allein die 7. Fliegerdivision erlitt 1.653 Tote, 1.441 Vermisste, also vermutlich Tote, und 2.046 Verwundete, ihre etwa 11.000 eingesetzten Soldaten. Das sind 47%. Die 5. Gebirgsdivision, die als Verstärkung zum gesicherten Flugplatz Malem geflogen wurde, litt erheblich weniger. Die Gebirgstruppen verloren 262 Soldaten, 318 Vermisste und 458 Verwundete von ungefähr 9.000 eingesetzten Truppen. Das sind 12%. Die U-52-Staffeln verloren 141 Flugzeuge, 143 zerstört und 8 vermisst, also wahrscheinlich auf See verloren gegangen, und weitere 120 wurden beschädigt. Die Transportflotte verlor insgesamt 271 Maschinen der 502 an der Operation beteiligten U-52, also 54%.